Hi ihr lieben Köchlinge, ich bin Christian und ich mache mit euch heute zusammen den Shortcut. Und alles was wir dafür brauchen ist Gurke, Zitrone, Minze und etwas Sprudelwasser. Und da ich kein Freund von Eiswürfeln bin, habe ich die Gläser dafür gestern schon in den Tiefkühler gestellt und die hole ich jetzt mal raus. Jetzt wird es einmal kurz laut. Und dann begeben wir uns auch gleich ans Brett und starten mit der ganzen Sache. Und zwar, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben hier Salatgurke. Ich habe die jetzt in Würfel geschnitten, weil so ist es gegeben, dass sie nicht durch die Öffnung vom Strohhalm passen. Die machen wir einfach ins Glas oder ein bisschen aufs Brett. Ich habe es gleich portionsweise vorbereitet. Tastet euch ran mit dem Geschmack der Salatgurke. Da könnt ihr halt so viel reinmachen, wie ihr mögt. Des Weiteren, Zitrone ist halt gewaschen. Spritzt ein Zitronensaft mit rein, gibt nochmal ein bisschen Frische und Säure. Bei den heißen Tagen genau das Richtige. So, da reicht uns wahrscheinlich von neben so ein Spritzer. Und Daniel hatte das, glaube ich, schon mal bei seinem Hugo. Die Minze, die klopfen wir einfach mal kurz an. Kommt auch mit ins Glas. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in einer Glaskaraffe für mehrere Leute machen. Aber ich finde diese Gläser vom Garten draußen einfach schick, weil die so einen Deckel haben, dass man das vor Bienen, Fliegen und weiterem Flugzeug verschließen kann. So, jetzt kommt die Sache, wie wir den Gurkengeschmack, schweres Wort, transportieren können. Und zwar nehmen wir, ihr hört es hoffentlich, Wasser mit Kohlensäure. Mit stillem Wasser funktioniert es nicht ganz so gut, der kriegt den Geschmack nicht ganz so transportiert. Die Kohlensäure sorgt halt dafür, dass der Gurkengeschmack tatsächlich ins Wasser übergeht. Musste ich mir auch erst zeigen lassen. Aber wenn man es einmal probiert hat und merkt, dass es funktioniert, ist super. Wenn ihr jetzt nicht so die Wassertrinker mit Sprudel seid, dann habt ihr die Möglichkeit, das vorher einzugießen, also halb auf, kurz ziehen zu lassen und dann noch ein bisschen Wasser nachgeben. Dann habt ihr so ein Medium-Wasser, ist ein bisschen Sprudel, ist halt so eine mittelprächtige Lösung. Aber es sollte gehen und für die heißen Temperaturen sind so eine Getränke super. Ihr könntet auch hier jetzt noch Ingwer mit reinmachen, wenn ihr wollen würdet. Ich habe jetzt drauf verzichtet. Ich habe jetzt halt Minze, Salatgurke und Zitrone mit drin. So, ich hoffe, ich konnte euch ein Erfrischungsgetränk zeigen, was ihr so noch nicht kanntet. Ich werde jetzt diese beiden Gläser nehmen, mich raus in die Sonne setzen und dieses Getränk genießen und sage schon mal Tschö.